bam, 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 reinstoßen. Oh, Alter, glaub's mir gar nicht, ja? Aber so eine fette. Weißt du was, die hat so ein Loch unten. Da kriegt nicht mal einer von uns den Koch Brothers seinen Pimmel rein, um geil zu werden. Der steckt den rein, eine Sekunde später ist er wieder schlaff. Weil da gar nichts ist, das ist, als hätte ich den mal in der Hose. Ich schwör's dir, mein Freund, ich schwör's dir einfach. Man muss richtig eine enge Fotze haben, die richtig ausweiten kann, damit bam, 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 der richtig in die Fotze rein. Oh, Alter, da geht mir schon ein Abbrechen oder an den Denk, Alter, so eine schlapprige, enge Fotze, Alter. Boah, wenn ich aber, stell dir vor, du hast so eine fette Fotze, so voll weit auszudehnen, so richtig, richtig, als wenn, weißt du, wie so ein Kotelett mit viel Fett an der Seite und so, boah, da kriegst du die Kopfen bei, weißt du das? Bäh! Der krönende Abschluss war da. Ey, weißt du, wo ich wieder bin jetzt? Das nächste Woche? Schon das kommt. Oh, ja. Weißt du, wo ich wieder das bin jetzt?